Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Stempel-Nerd-Video. Ich bin Jonas und unabhängiger Stempel-Up-Demonstrator. Ich stelle euch vielleicht drei Fragen, und zwar die erste: Warum brennt mein Bildschirm? Die zweite: Warum habe ich so komische Klamotten an? Und die dritte: Warum kommt das Video erst am Mittwoch und nicht wie üblich am Montag? Das hat folgenden Hintergrund, und zwar möchte ich mich heute mal mit dem Stempelset wie ein guter Whisky beschäftigen. Das habe ich schon eine ganze Weile hier in meinen Schubladen liegen, aber ich habe es jetzt erst zum Einsatz gebracht, weil ein guter Freund und Kollege von mir diese Woche Mittwoch Geburtstag hat. Also exakt heute, wo das Video online kommt. Das ist auch der Grund, warum das Video erst am Mittwoch kommt, da er nicht im Vorfeld wissen sollte, was er geschenkt bekommt. Und was ich damit genau gebastelt habe, zeige ich euch gleich auf meinem Basteltisch. Ich kann euch so viel verraten, es wird eine Double Slider Easel Card mit dem Stempelset wie ein guter Whisky und den Stanzform Anhänger nach Maß. Schauen wir doch gleich mal rein. Für diese Karte brauchen wir einen ganzen Haufen Material. Wir fangen erstmal einfach an. Ich habe hier zwei Streifen aus Klarsichtfolie, die sind 4 cm breit. Die Länge ist irgendwas bei 29,7. Die kürzen wir aber noch ein. So, aber ich glaube, ihr braucht nur einen von beiden. Ich habe mir mal zwei zugeschnitten. Dann brauchen wir Cardstock in, ich habe jetzt hier genommen Vanille pur, in den Maßen 14 x 29,7 cm. Und den habe ich gefalzt. Ich hoffe, man kann das jetzt hier halbwegs erkennen. Einmal bei 4,7 cm, dann bei 9,5. Dann wieder bei 9,5 und dann bei 9,3 cm. Am Ende sieht das Ganze, ich kann es euch schon mal grob verraten, so aus. Zeige ich euch aber dann. So, das war der große Cardstock. Jetzt geht es weiter. Jetzt habe ich hier noch eine ganze Menge. Einmal habe ich jetzt hier noch Anthrazitgrau in dem Maß 13,5 x 12,5 cm und da habe ich gefalzt bei 1,5 und 1,5 cm. Dann geht es hier weiter. Ich muss mal gucken, dass ich die Stapel hier nicht durcheinander bringe. Vorne an geht es weiter mit einem Farbkarton in den Maßen 14,0 x 9,5 cm. Dann kommt ein weiterer Cardstock aus Mattung, in meinem Fall wieder Anthrazitgrau, 13,5 x 9 cm. Und dann unser Cardstock, den wir vorne an prägen und mit dieser Holzoptik wieder versehen, der hat dann die Maße. Jetzt muss ich mal kurz in meinen Spickzettel gucken. 13 x 8,5 cm müsste das sein. Genau, jetzt kommen noch die Seitentaschen. Das ist eigentlich gespiegelt. Für links und rechts haben wir erst den Cardstock in den Maßen 13,5 x 8,5 cm. Dann kommt immer eigentlich nur 5 mm kleiner, dann 13,0 x 8,0 und dann 12,5 x 7,5, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Wenn das jetzt nicht ganz hinhaut von den Maßen, was ich jetzt erzählt habe, es muss einfach nur 5 Meter kleiner werden. Ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, ob das hinhaut oder nicht. So, das haben wir jetzt soweit. Und den letzten Streifen, den wir vorerst noch brauchen, der ist 13 x 4 cm. So, damit gehen wir gleich weiter. Ich tue noch mal ganz kurz die Materialien zeigen, die wir dann für die Banderole brauchen. Also für die Banderole brauchen wir dann einen Streifen 4,5 cm, den kürzen wir dann noch ein auf Flaschenbreite und das Designerpapier ist dann 4,0 cm. Da kommt dann am Ende hier so ein kleines Kärtchen drauf, wie ich das gemacht habe, zeige ich euch aber später. So, das haben wir jetzt soweit. Also kleben wir erstmal schnell hier die Seitenteile zusammen, weil das ist so an sich jetzt hier das Einfachste. An der ganzen Karte. Können wir das schon mal zur Seite tun, machen jetzt gleich die andere Seite hier und dann müssen wir gucken, wie wir das Ganze hier ausschneiden und falzen, damit am Ende auch unser Slider-Card-Mechanismus funktioniert. So, schön festdrücken. Ich stelle gerade die ganze Zeit erstmal nebenbei hier fest. Ich habe meine Kamera umgestellt. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht ständig mit meinem Kopf hier vor der Kamera rumwinke hier oben. Ja, muss ich mich noch ein bisschen umgewöhnen.
Ja, jetzt seht ihr hier, ich habe einen Fehler gemacht. Jetzt ist das hier zu kurz. Das habe ich falsch zugeschnitten. Ich hatte erst gedacht, vielleicht merkt es keiner. Aber ist nicht so schlimm, weil wir schieben das ja eh hinter unsere Karte und dann würde das gar nicht auffallen, wenn es hier zu kurz ist. Also wenn ihr Designerpapier sparen wollt, könnt ihr das auch ein Stückchen hier kürzer schneiden. So. Jetzt falzen wir unsere vorgefalzten Linien schon mal um. So, wie macht man das am besten? Die hier nach innen. Und die müssen wir jetzt nach oben falzen. Und dann hier nach innen. So. Haben wir das erstmal soweit? Dann können wir das unser Zitgrau, was wir ja auch gefalzt haben, bei 1,5 auf beiden Seiten mit dem 12 x 14, nee, bei 13,5 cm Cardstock. Bin ganz ehrlich, die Karte ist so umfänglich mit diesen ganzen Einzelteilen, da musste ich mir ein paar Maße doch im Vorfeld mal auf die Papiere schreiben. Jetzt. Seht ihr das? Ja, weil sonst hätte ich irgendwann vergessen, was hier was ist. Also das kommt dann hier drauf und das so hin. Okay. So, jetzt müssen wir mal schauen. Beim letzten Mal war das ein Fehler, dass ich hier mittig quasi das Teil ausgeschnitten habe. Also ihr könnt euch vielleicht noch erinnern an die Karte setzt die Segel. Also mit dem Stempel setzt die Segel. Das war ja auch eine Slider-Karte. Da war es falsch, dass ich hier das ausgeschnitten habe. Sondern es musste da sein, aber in diesem Fall ist es richtig, weil ich habe ja noch eine Deckung, also noch ein anderes Blatt, was wir hier drüber decken können und dementsprechend ist das nicht so schlimm. Also wir haben jetzt unser Cardstock, der hat hier inzwischen unser Falz das Maß 9,5, davon die Hälfte wäre ja 4,75. Ich glaube, so ganz genau müssen wir das aber gar nicht machen, also 4,7 wäre unsere Mitte. So. Zeichnen wir uns mal auf beiden Seiten an. Und dann ist unser Streifen 4 cm breit, plus minus 1 mm. Also können wir uns jetzt hier einfach eine Markierung machen. Bei 4 cm in die Richtung und 4, ach Quatsch, also 2 cm in die Richtung und 2 in die Richtung. So. Und dann schneidet man das Ganze 1 cm tief ein. Und dann können wir schon unsere Folie gleich da reinkleben. So. Jetzt muss man das hier irgendwie rausschneiden. Ich mache das immer so, dass ich mir meinen Papierschneider nehme, weil damit geht das eigentlich ganz gut. Dann lege ich mir den hier hin, gucke, dass ich irgendwo Linien habe, an denen ich mich orientieren kann. Nehmen wir das mal so. Gehen da nach 1 cm und schauen, dass wir das dann hier einfach abschneiden. Muss noch nicht ganz genug. So, und dann fällt hier schon die erste Ecke raus. Dann machen wir das mit der anderen Seite genauso.
zweite Seite fertig. Und dann können wir hier schon das Ganze mit unseren Folienstreifen versehen. Den wickeln wir jetzt. Hoch, wo ist die Stimme hin? Den wickeln wir jetzt einmal hier rum. So. Und dann brauchen wir unser Abreißklebeband. Reißen oder schneiden uns hier knapp 4 cm ab. Kleben das hier an das Ende. Ziehen unsere Schutzfolie von dem Klebeband ab. Falten das auf unserer Klebefläche drauf. So. Und dann schneiden wir hier einfach das überstehende Ende ab. So, jetzt kann sich das hier schon mal frei bewegen. So, und dann können wir unsere vorbereiteten Teile nehmen. Muss ich mich immer ganz kurz sammeln, wie rum das jetzt hier wird. Das ist das, was in diese Richtung fährt. Und das ist das, was in diese Richtung fährt. So, dann machen wir hier quasi die nächste Stelle mit unserem Abreißklebeband voll, oder? Also wir kleben das nächste Abreißklebeband dahin, lösen die Schutzfolie, wenn ich es denn hinkriege. Das ist ein bisschen schwierig gerade. Das abzuziehen. So, jetzt habe ich es hingekriegt. Das kommt dann hier drauf. So, das lässt sich da schon mal gut nach da ziehen. Und wieder zurück. Und auf dieser Seite genauso. Doppelseitiges Abreiß. Klebeband nehmen, draufkleben, abziehen und das Gegenstück draufsetzen. So, jetzt sollte, wenn wir jetzt auf der einen Seite ziehen, die andere Seite rauskommen. Das klappt ja schon mal gar nicht so schlecht. So. Ja, jetzt nehmen wir uns unser Papier, was wir schon vorbereitet haben. Das setzen wir jetzt hier drüber. Das ist dann so ein bisschen die Führung und es deckt halt ab, dass man hier in den Mechanismus reingucken kann. So würde ich das jetzt hier draufsetzen. So. Da machen wir auch einfach wieder auf beide Seiten das Abreißklebeband. Das war jetzt mal perfektes Augenmaß. Nicht. So, gut. Nicht so schlimm. Abziehen. Was ist denn heute los? Wieso klappt denn das nicht mit den Abziehen der Schutzfolie? So, jetzt. Und dann nehmen wir das am besten mal so, dass das rausgezogen ist. Setzen das hier so drüber. Fangt am besten mit einer Seite an, kippt es dann über die nächste. So. Vermitteln das auf dieser Fläche. Kippen das hier so hoch und setzen es dann hier so drauf. Und es sieht gar nicht so schlecht aus, finde ich. So, funktioniert auch. Dann machen wir das Ganze noch auf der Rückseite mit dem letzten Teil hier. Diesmal habe ich sogar getroffen.
wieder abziehen. Das ist eigentlich alles immer das Gleiche, man muss es halt nur machen. Ne? Also ich hatte jetzt auch überlegt, wenn ich das Video mache, ob ich eventuell auf diese ganzen Sachen gar nicht eingehe, aber ich denke mal, da diese Karte noch nicht viele von euch gebastelt haben, macht es Sinn, hier auf die ganzen einzelnen Schritte einzugehen. Dann wird das Video zwar wieder ein bisschen länger als eigentlich geplant, aber hilft ja auch nichts, wenn ich euch die fertige Karte hier vorsetze und keiner weiß, wie es funktioniert. Also hier kann man so ziehen. Jetzt hält das auch schon. So. Fährt nicht. Ja, doch, geht. So. Gut, jetzt brauchen wir noch die Vorderseite. Da kleben wir jetzt das größte Teil gegen unsere angefalzte Kante. Da natürlich jetzt nicht überall Kleber hinschmieren. Also würde ich euch empfehlen, nehmt hier die kleine Fläche, streicht die schon mal großzügig ein, setzt dann unseren Cardstock in der Farbe Vanille Pur von vorne dran. So. Dann geht es jetzt hier mit der Mattung weiter und dann können wir uns überlegen, wie wir jetzt unsere Karte gestalten. In dem Video letzte Woche hatte ich die Prägeform genommen, mit dieser Baumrinden, oder nee, das war nicht die Baumrindenmaserung, sondern die Bretter, genau. Gibt es ja zwei Prägeformen, die was mit Baum zu tun haben. Da gibt es immer die Baumrinde und auch die Holzplanken. Und auch wenn ich die jetzt zum zweiten Mal in Folge hier quasi nehme, also letzte Woche hatte ich die und diese Woche kommen die auch. Aber ich finde, sie passen ganz gut zu dem Whisky, weil der Whisky, den ich hier verschenke, der ist in amerikanischer und französischer Eiche, glaube ich, gelagert, also die Fässer. Und da finde ich, ist doch irgendwie die Holzoptik gar nicht so verkehrt. So, das ist jetzt fest und ein bisschen schief, aber ich denke, das können wir trotzdem so lassen. So, deswegen würde ich jetzt dieses Stückchen Papier durch die Prägeform jagen. Wie das geht, brauche ich euch, glaube ich, nicht nochmal zeigen. Das hatten wir letzte Woche. Könnt ihr euch ja nochmal angucken. Verlinke ich gleich hier irgendwo hier oben oder da oder dort. Überall wird es verlinkt und ihr könnt schauen. Aber bitte erst dieses Video zu Ende gucken. Ja? Wäre ja Quatsch. Sonst wisst ihr ja gar nicht, wie es hier weiter, also wie die Karte fertig aussieht. Doch, wisst ihr schon, habe ich euch am Anfang ja gezeigt. Aber ihr wisst nicht, wie sie gebaut wird. So, genau, Prägeform. Ich knie mich mal kurz auf den Boden, leier das Teil hier durch meine Prägemaschine. Und für euch geht es dann gleich an der Stelle weiter mit dem fertig geprägten Teil. So, da ist es, meine geprägten Holzplanken. Und die würde ich jetzt mal wieder mit den Schwämmchen kolorieren. Und da unsere ganze Karte ja immer dieses Vanille Pur und Anthrazitgrau Farbdesign hat, würde ich jetzt einfach hier in Anthrazitgrau drüber streichen. So. Brauche ich nur noch ein Schwämmchen. Und da habe ich wieder meinen Fehler gemacht, auf den ich das letzte Mal wieder hingewiesen habe. Tupft vorher einmal ab, bevor ihr direkt aufs Papier geht. Ansonsten habt ihr nämlich so einen Farbklecks da, wie ich den jetzt hier habe. Und jetzt muss ich aber noch irgendwie einen Akzent reinbringen, weil das Anthrazitgrau alleine, das ist nicht ganz so cool, sehe ich gerade. Ich nehme jetzt mal noch Savanne, auch wenn ich das vorher nicht probiert habe, ob das zueinander passt. So. Ich glaube, das Anthrazitgrau könnte mal neue Farbe vertragen.
Ich mal schauen, ob ich noch einen Nachfüller für habe oder ob wir da mal bei der nächsten Bestellung einen Warenkorb tun. So. Und hier treffen wir jetzt Eleganz und Rustikalität. Gibt es das Wort überhaupt? Also das Rustikale mit dem Eleganten aufeinander. Aber ist ja beim Whisky auch so. Ja, man hat irgendeine Flüssigkeit, die in irgendeinem Holzfach, Fach, ich habe es halt irgendwie in Fächern, in irgendeinem Holzfass über Jahre gereift ist. Und dann kann man ganz entspannt im Sesselchen sitzen und sich den hinter die Binde kippen. Oder auch nicht. So, sind wir soweit erstmal fast fertig mit der Karte in der Grundfunktion mit Schieben und Kippen. Also Eselkart und Sliderkart. Was fehlt uns noch? Hier dieser Streifen hier unten. Und da überlege ich jetzt, ob ich den nochmal auf einen Cardstock klebe und den jetzt hier ein Stückchen abhebe. Oder ob wir das dann später mit einem der Sprüche machen. Ne, wir kleben den erstmal hier direkt drauf. Habe ich jetzt gerade beschlossen. Und machen dann nochmal irgendwie eine Spruchkarte oder irgendein kleines Teilchen, was uns dann die Karte festhält. So. Setzen wir hier drauf. Jetzt müssen wir uns irgendwie noch mit diesen Sprüchen hier beschäftigen und dem Stempelset mit dem Whisky. Also, mein Plan wäre jetzt folgendes. Ich muss die Whiskyflasche wahrscheinlich dann ausschneiden. Die würde ich hier so draufsetzen. Dann kommen da die kleinen Gläschen hin. Dieser Spruch muss auf jeden Fall dazu hier. Du bist wie ein guter Whisky perfekt gereift. So, was haben wir noch? Und da kommt das halt jetzt irgendwie wieder dazu. Hier habe ich den Spruch: Für einen Gentleman elegant, stark und vielschichtig. Und was, also ich meine, passt perfekt zu dieser Karte. Es ist das Elegante von dem Designerpapier. Vielschichtig ist sie auf jeden Fall auch. Und ich finde, es ist auch eine absolut starke Technik. Ja, oh krass, heute haue ich es wieder voll raus hier. Genieß deinen Geburtstag. Also das passt irgendwie voll für den Anlass, den ich jetzt hier beabsichtige, zu beschenken. Da ist alles dabei, was man braucht. Da gönn dir mal was. Also, super. Gut, wie ordnen wir das jetzt hier an? Also ich muss die Gläser wahrscheinlich wirklich ausschneiden. Dann würde ich die mit Abstandsklebepunkten da drauf setzen. Also nehmen wir uns mal wieder irgendwo Vanille pur als Papier. Und das Memento Stempelkissen. Und dann müssen wir jetzt erstmal wieder was kolorieren. So, jetzt können wir uns quasi ans Stempeln und Kolorieren machen. Wundert euch nicht, wenn ich euch jetzt in den letzten 10 Minuten immer irgendwas in diese Richtung hier in die Kamera gezeigt habe und da gar nichts war, weil mir ist mal wieder die Kamera abgeschmiert und ist aber nicht schlimm. Wir haben ja zum Glück immer noch die von oben. Also sollte das eigentlich gar nicht auffallen. So, was brauchen wir zum Kolorieren? Stamp and Blends, Memento Stempelkissen und natürlich irgendein gestempeltes Motiv. Also schnappen wir uns jetzt hier mal irgendwo eine Ecke, ein bisschen Platz ist hier auf dem Arbeitstisch. Dann schmeißen da mal die Stampin' Blends hin. Ich würde in Papaya kolorieren, wahrscheinlich, weil der Whisky, der passt einfach von der Farbe super zu Papaya. Ist das hier schon das Richtige? Papaya hell und Papaya dunkel. So. Wir brauchen einen Acrylblock. Den hatte ich hier vorhin auch noch irgendwo gehabt. Hier ist er. So. Wir machen das Stempelkissen. Schön dick Farbe drauf klatschen. Quietscht das nur bei mir immer so, das Memento-Stempelkissen, oder bei euch auch? Würde mich mal interessieren. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euer Memento-Stempelkissen auch quietscht. So, da haben wir die Flasche. Das war jetzt total clever von mir, das hier auf meinen Stempelreiniger zu tun, wenn ich danach gleich den Stempel reinigen möchte. So, einmal
nass, einmal trocken. Dann setzen wir gleich noch zwei Whiskygläser daneben. Der würde jetzt hier wahrscheinlich der Whisky-Kenner sagen, hey, wieso sind da Eiswürfel drin? Das verwässert ja. Kann sein, keine Ahnung. Ich habe das Stempelset nicht entworfen. Sieht wahrscheinlich einfach nur besser aus. Ob das jetzt den Geschmack verfälscht oder nicht, das mögen andere zu beurteilen. Stampin' Up hat sich wahrscheinlich gedacht, jo, das sieht gut aus, Eiswürfel rein, passt. So, brauchen wir noch irgendwas zum Kolorieren? Nö, der Rest sind nur Sprüche. Dann schnappen wir uns jetzt hier unsere Stampin' Blends. Wir fangen wie immer mit der dunklen Farbe an und ziehen dann halt die Farbe mit den hellen Stampin' Blends in die was wollte ich jetzt sagen, in die Farbe vom Stempelbild irgendwie rein. Mir tut der Rücken weh, ich fahre das mal ein bisschen hoch, wenn ich mich hier so hinknien muss. Ja, ach so, so ist ja gleich viel besser. So. Eine gute Frage, was muss man denn jetzt hier eigentlich alles kolorieren, damit das nicht am Ende ein bisschen... Also theoretisch habe ich doch wahrscheinlich auch innerhalb der Glasränder, wenn ich jetzt hier irgendwas eingegossen habe, einen leichten Schatten drin. Ich mache das mal so. Wir werden sehen, ob das am Ende gut aussieht oder nicht. Stückchen über die Whisky-Oberfläche, nenne ich jetzt mal. Ich denke, viel mehr würde ich da auch gar nicht machen. Also, das sollte eigentlich so reichen. Die Eiswürfel, die sind ein bisschen vom Whisky bedeckt, also können wir die auch leicht kolorieren. Die über die Whisky-Oberfläche quasi drüber ragen, die haben ja dann auch so einen leichten Schimmer vom Whisky. So. So, und dann muss ich mich gleich ranmachen, das Ganze auszuschneiden. Und da meine Ausschneidkünste ungefähr so auf dem dritte Klasse-Niveau hängen geblieben sind, würde ich da sagen, das schneide ich mal lieber raus. Vom Videoschnitt her, vom Ausschneiden, weil das will ich euch gar nicht antun. Also ich glaube, jeder von euch kann besser ausschneiden als ich, das müsst ihr euch bei mir nicht angucken. So. Und dann machen wir hier einfach gleich einen kleinen Cut und dann habe ich gleich hier im besten Fall irgendwie drei Teile ausgeschnitten. Mal gucken. So, jetzt habe ich das ausgeschnitten und jetzt können wir uns dran machen, das Ganze hier so zusammenzusetzen, wie das im besten Fall irgendwie ein gutes Bild ergibt. Ich würde sagen, wir setzen den Whisky hier auf die linke Seite. Dann kommen die zwei Gläschen so davor. Das Ganze machen wir mit Abstandsklebepunkten. Vielleicht für den vorderen. So, vielleicht so. Also ein Glas steht hinter der Flasche, eins steht vor der Flasche. So, das Ganze mit Abstandsklebepunkten. Und dann würde ich hier drüben den Spruch hinsetzen, du bist wie ein guter Whisky, perfekt gereift. Die 40, die habe ich mir von Angela von der Stempelfamilie schicken lassen, weil ich noch nicht so ein tolles Standsformset mit den großen Zahlen habe. Die kommt hier drüben hin. Und auf die andere Seite würde ich sagen, machen wir noch hier einen kleinen Tag mit dem Spruch für einen Gentleman, elegant, aber vielschichtig. So, aber wir machen das Ganze nicht als Tag, sondern wir machen das ähnlich, wie wir das hier haben. Dass wir dann, beziehungsweise hier ist das, was ich am Ende auch für die Flasche verwenden möchte, die Tag-Stempel nehme und die aber zweimal ansetze, einmal von der Seite und einmal von der Gegenseite. Das ist echt praktisch, weil man kann dann einfach die Stanzform wieder in die bestehenden gestanzten Löcher reinsetzen und dann einfach nochmal stanzen von der anderen Seite. Und dann habe ich halt ein symmetrisches Teil
was ich dann hier draufsetzen kann. Das nehmen wir dann dafür die Flasche. Und hier nehmen wir jetzt was Kleines, wo wir dann das drauf kriegen. Also einmal hier für den guten Whisky. Und dann das könnten wir nehmen für den Gentleman-Spruch auf der Seite. Und genieß deinen Geburtstag würde ich dann an die Flasche dran machen. Aber zur Flasche kommen wir später. Das stand sich mal schnell und dann klebt man das Ganze auf. So, jetzt habe ich die kleinen Förmchen hier alle. Und jetzt klebe ich das mal zusammen. Ich muss ja erst noch einmal stempeln. Dann nehmen wir mal hier den Du bist mir ein guter Whisky, perfekt gereift Spruch. Setzen den hier drauf. Ich hoffe, das passt. Jo, das sieht gut aus. Und dann den Gentleman Spruch. Eventuell passt der nicht drauf. Ich probiere das, wenn nicht, muss ich nochmal was stanzen. Ja, das passt an sich schon. Aber ich habe es nicht schön gestempelt. Dementsprechend würde ich das nochmal schnell neu machen. So, jetzt habe ich nochmal was anderes ausprobiert. Und zwar kann man ja nicht nur horizontal, sondern auch vertikal spiegeln. Und damit habe ich jetzt ein kleines Kärtchen gemacht. Und da können wir jetzt hier unseren Spruch reinstempeln. So. Und damit denke ich, sieht das ganz gut aus. Und dann würde ich sagen, kleben wir einfach noch alles zusammen. Hier drüben stand sie jetzt noch ein kleines Loch rein, wo wir dann die Schleife hier, da habe ich, huch, hier fällt schon alles durch die Gegend, habe ich noch so einen kleinen Kunstlederbändchen gefunden. Damit würde ich sagen, ziehen wir das Ganze dann raus. Und ich klebe jetzt mal schnell einfach alles zusammen. So, jetzt haben wir das soweit fertig. Also ich würde sagen, das sieht gar nicht so verkehrt aus. Ich kann es euch nochmal zeigen. Also wir können hier ziehen, dann kommt unsere 40 raus. Unser Spruch für einen Gentleman elegant, stark und vielschichtig. So, das ist aber jetzt noch nicht komplett fertig. Wir müssen ja noch die Banderole für unsere Whiskyflasche basteln. Stellen wir das mal hier kurz an die Seite. Und schnappen uns mal unsere Whiskyflasche. Und ich mache jetzt hier keine Werbung für die Marke. Ich habe das einfach jetzt nur irgendwo gefunden, weil ich wollte das jetzt ungern abkleben. Und sonst weiß ja der Whisky-Mensch, der das kriegt, nicht, was es ist für einer. Und dementsprechend, ja, ich lege es mal so auf die Seite. Da. Okay, dann sieht man es noch schlimmer. Rückseite, ja, da ist besser. So, gut. Also wir haben Cardstock. Auch wieder in Vanille pur. Dann das gleiche Designerpapier wie an den Seiten und hier vorne. Und dann hatte ich mit den Stanzformen Anhänger nach Maß hier schon mal ein kleines Teil für vorne ausgestanzt. Und da würde ich jetzt die 40 nochmal draufkleben. Hier. Wieder mit, ach was heißt, wieder mit Abstandsklebepunkten. Dieses Mal mit Abstandsklebepunkten, weil da drüben konnte ich es ja nicht mit Abstandsklebepunkten machen, weil sonst wäre die Karte nicht zugegangen. So.
So. Setzen wir die beiden Zahlen mal hier drauf. Ist das hier schon ab? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass ich das jetzt hier halbwegs mittig mache. Die Null sitzt schon mal. Klebt man noch eine 4 daneben. Also die Null sitzt ein bisschen zu weit links, habe ich jetzt gerade festgestellt. Dementsprechend muss ich die 4 jetzt ganz schön nah daran klatschen. Gut. So, und jetzt die Banderole, da nehmen wir einfach erstmal wieder Flüssigkleber. Schmieren den hier großzügig dran. Setzen das wieder mit 2,5 mm Abstand links und rechts. Oder in diesem Fall oben und unten, da drauf. So, haben wir das schon mal. Das kommt dann hier so rum. Ist die Frage, reicht das überhaupt bis rum? Na, gerade so, perfekt. Dann können wir auf der einen Seite hier schon mal einen geraden Schnitt machen. Und auf der anderen Seite ist es ja eigentlich egal, weil, oh, hier hat sich was verschoben. Weil das sieht man ja dann gar nicht mehr, weil das ist ja dann hinter der Klebefläche. So. Dann schnappe ich mir nochmal Abreißklebeband. Wo habe ich das schon? Hier. Und ich suche mir jetzt einen Punkt aus auf der Flasche, wo ich das Ganze nochmal fixiere, damit mir das dann nicht runterrutscht. Also einmal das Klebeband hier hin, wo dann ankommen an der Endseite, so, und dann an ein oder zwei Punkten auf der Flasche noch mal ganz kurz ein bisschen Kleber hin, damit das Ganze dann nicht runterrutscht. Das können wir eigentlich ja auch hier drauf machen. Da hinten kommen wir zusammen. Können wir ja auch da einen Punkt festkleben. Den nächsten machen wir dann irgendwo hier vorne. So. Und dann kleben wir das einmal hier rum. So. Ziehen wir erst hier hinten den ab. Das sitzt schon mal. Und dann wickeln wir das so straff, wie es nur irgendwie geht, hier rum. Dann ist es hier hinten schon abgehauen. Dann kommen wir im besten Fall hier wieder auf der richtigen Höhe an. Machen wir die Schutzfolie vom Abreißkleber ab und kleben das dann auf die Fläche hier. Also irgendwie sind die Schutzfolien heute nicht meine Freunde. Das ist natürlich jetzt völlig schief geworden. Nochmal gerade. Jetzt. So. Jetzt sitzt das schon mal an oberen Stelle. Und dann kommt noch hier mit Abstandsklebepunkten unsere 40 vorne dran.
Und dann würde ich fast sagen, können wir das so lassen. Damit kann die Flasche wieder in unser Geschenkset zu den zwei Bechern. So, ich packe das jetzt alles wieder ein und dann sehen wir uns quasi nochmal irgendwo da drüben. Wir haben unsere Flasche fertig, wir haben unsere Karte fertig. Ich zeige es euch nochmal, unsere Double Slider Easel Card mit dem Stempelset wie ein guter Whisky und den Stanzform-Anhänger nach Maß, die wir auch nochmal ein bisschen zweckentfremdet haben, um halt dann hier irgendwelche kleine Schildchen hinzukriegen und nicht nur Anhänger. Und ich denke mal, mein Kollege wird sich über diese Karte sehr freuen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es nächste Woche hier weitergeht, dann abonniert doch am besten diesen Kanal. Ich bin Jonas, der Stempelnerd. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.